Hallo und herzlich willkommen zu Simtastic. Heute geht's weiter mit der History Challenge. Und wie ihr seht, befinden wir uns immer noch in der Steinzeit und Rollo und Alea, ja, unterhalten sich jetzt hier gerade ein wenig. Und Alea möchte freundlich zu Rollo sein. Und dann werden wir jetzt hier einmal, ja, das ihr erfüllen. Und zwar werden wir ihm jetzt hier einmal ein von Herzen Kompliment machen. Dann war doch da irgendwas mitten zusammen zu kuscheln, wenn ich mich da nicht täusche, also wenn ich das nicht... ja, genau, bitten zu kuscheln, das machen wir doch dann einfach mal, weil ich möchte einfach sehen, was das dann ist. Und sämtliche Küken kommen zu uns und ja, möchten hier wahrscheinlich von uns beratschlagt werden, was sie denn machen sollen. Und ist das nicht süß? Wenn wir das Kissen da nicht hätten, würden wir einfach sehen, wie die beiden zusammen kuscheln. Finde ich richtig süß gemacht und ich glaube, das ist halt auch durch das neue Pack. Und ich würde sagen, wir werden dann jetzt hier erst einmal die Mahlzeit reservieren. Und wenn ich mich nicht täusche, hat Björn morgen, genau, Björn hat morgen Geburtstag. Wie schnell die Zeit einfach vergeht. Und dann am Samstag hat dann schon Alea Geburtstag. Moment mal, wann wird denn dann Rollo zum... Okay, Rollo wird Freitag zum Senior und Lagata wird dann einfach zum Kleinkind. Wie krass schnell die Zeit doch vergeht. Wenn wir das so sehen, haben wir ja gerade erst einmal mit der Challenge angefangen. Also es ist wirklich sehr, sehr krass. So, liebe Alea, du wirst jetzt hier nichts erstmal wegmachen. Du wirst jetzt hier Björn einmal die Windel wechseln. Können wir das? Windeln wechseln, Björn, ja. Dann machen wir das einmal für den guten Björn, damit er halt eben auch nicht ja, so rumstinken laufen muss und ich ihn dann hoffentlich nicht baden muss. Aber ich habe halt die Befürchtung, dass das Ganze dann doch so sein wird, dass ich ihn baden muss. Also was heißt ich? Alea muss ihn dann baden. Ja, sieht ganz so aus, dann wird Alea ihn dann auch einmal baden. Und dann, okay, Björn, okay, Rollo hat sich dann hier schon was zu essen geholt. Dann werden wir dann definitiv auch hier alles einmal wegwerfen und werden dann natürlich auch hier noch die neue Steinzeitzeichnung von Björn, glaube ich, aufhängen. Ich weiß gar nicht, was er gemalt hat, aber na gut. Wir werden dann hier auch wirklich ja, alles hier wieder ausräumen. Also werden die Mülltonne wieder hier etwas leeren, damit wir halt auch wieder was reinwerfen können. Annelie ist aus der Schule zurück und sie hat zwar nur eine befriedigende Leistung, aber ja, das ist ja nicht so schlimm über eine Fähigkeit. Das können wir ja definitiv hier einmal machen. Nee, wir möchten das hier nicht im Inventar platzieren. Du könntest ja theoretisch... hier einmal die Geschichte über die Blattwanzen erzählen. Ich weiß auch gar nicht, was wir jetzt hier... Wir könnten dich eigentlich schwimmen schicken, liebe Alea. Nicht Alea, liebe Annelie. Und ich weiß gar nicht, wann hat sie Björn denn hier hingeschickt oder hier hingetragen? Weiß ich alles gar nicht mehr. Aber na gut, der gute Björn kann dann hier auch noch ein wenig an seinem... ja, an seiner Malerfähigkeit malen. Er kann sich hier einmal selbst zeichnen. Und Alea wird dann hier einmal, ja, sich hier um ihre Bedürfnisse kümmern. Okay, Rollo ist gerade am Baden. Rollo, wenn du, ja, wenn du fertig bist, dann ist da nicht mehr viel, was du machen, oder was heißt nicht mehr viel, dann solltest du theoretisch einmal auch auf die Toilette gehen. Was? Nein, braune Hände sind die Jahre gekommen. Armes Ding, hoffentlich lässt der Sensemann nicht sich noch mal Zeit. Och je. Theoretisch hatte ich ja vor, ja, dann auch etwas Hühnerfleisch zu haben. Aber ist halt die Frage. Wir sehen halt nicht, welche braune Henne es ist. Wir können ja mal schauen. Es müsste theoretisch diese braune Henne sein. Ja, Senior. Wir werden ihr dann einmal einen Namen geben. Wir nennen sie einmal Bibo. Und dann werden wir, ja, Bibo dann einmal eintauschen, damit die Sims halt auch nicht immer dasselbe essen müssen. Es ist zwar grausam, aber in der Steinzeit war das nun mal so. So, dann werden wir jetzt hier einmal noch auf die Toilette gehen. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann morgen nochmal. Der Morgen beginnt für Familie Stone eigentlich schon relativ früh. Lagata ist gerade hier dabei, ja, ein wenig Bauchzeit zu verbringen. Das hat sie eigentlich schon, ja, ich würde mal sagen, die ganze Nacht über gemacht. Und hat jetzt somit auch Kriechen freigeschaltet. Und die gute Annelie, ja, ist gerade dabei, sich ein wenig um ihre Hygiene zu kümmern. Und ich würde sagen, da wir ja jetzt schon großen Hunger haben, werden wir hier einmal Rollo aus dem Bett schmeißen und werden dann jetzt hier einmal das Festessen kochen. Und zwar werden wir jetzt hier einmal, ja, den beliebigen Fisch machen. Und dann schauen wir einfach mal...
Okay, wir können die Falle wieder präparieren. Dann werden wir das dann jetzt hier einmal machen. Denn ich weiß nicht, warum, ja, das jetzt hier so oft präpariert werden muss. Vielleicht sind die Fische auch einfach zu schlau für uns. Also, dass sie dann einfach immer die Köder fressen und aber nicht im Käfig drinnen bleiben. So, dann haben wir das auch einmal ja erledigt, würde ich sagen. Und dann würde ich doch ganz einfach mal behaupten, dass wir hier einmal ein bisschen Futter in der Nähe verstreuen, damit unsere Hühner ja nicht verhungern. Dann werden wir natürlich den Stall säubern, brauchen wir da noch nicht. Dann werden wir hier einmal den Stall säubern und ja, das Ganze machen, was ihm gemacht werden muss. Alea kümmert sich gerade um Björn und Annelie hat hier auch gerade schon das Essen serviert. Das finde ich sehr, sehr gut. Dann wird Alea jetzt hier erst einmal alle zum Essen rufen. Wir haben noch ein Brutei, haben wir noch. Das kann Rollo dann auch direkt einmal hier, ja, ich würde mal sagen, ablegen. Damit das eben ausgebrütet werden kann. Die anderen Eier werden wir löschen, weil wir die eben ja so noch nicht gebrauchen können. Und dann haben wir das nämlich auch einmal gemacht. Björn, was ist mit ihm? Keine Aufmerksamkeit übrig. Moment mal, hat er nicht heute Geburtstag? Tatsache, das heißt also, ich werde ganz kurz für den Kuchen, werde ich dann jetzt das Merkmal rausnehmen und werden dann jetzt hier wieder einen Honigkuchen machen und schauen mal, was wir jetzt hier gekriegt haben. Im Briefkasten. Wir werden dann jetzt hier einmal die Post holen. Mal schauen, wer uns da irgendwelche Steine geschickt hat. Ich weiß gar nicht. Ah, okay. Das ist das Fleisch, was wir ja eingeliefert haben, praktisch. Hab mich gerade gedacht, hä, was ist das? Aber jetzt hat sich das Ganze ja rausgestellt, was es war. Und wir können dann jetzt hier... Okay, wir brauchen dafür einen Ananas. Sehen wir aber alles später, was wir dafür noch brauchen. Rollo, kannst du nicht hier im Regen duschen? Nee, nicht im Regen spielen. Dusch du doch einfach mal im Regen. Du brauchst jetzt hierfür nicht nach drinnen zu laufen, es sei denn, es ist ein Gewitter. Dann solltest du es vielleicht doch tun. Und der gute Björn ist hier gerade ein bisschen am Spielen. Du kannst ja auch da einmal mit dem, ja, mit der Dings hier spielen. So, pfui. Wir werden das jetzt hier einmal so platzieren und dann werden wir hier einmal Geburtstagskerzen hinzufügen. Oh Gott, habe ich mich jetzt erschreckt. Rollo, komm bitte einmal rein und sie schreibt sich jetzt auf. Okay, so macht man also einen Geburtstagskuchen und dann muss man ein paar brennende Stöcke draufsetzen. Und damit ihr auch seht, dass ich hier rustikales Leben wieder drin habe, habe ich das jetzt einmal reingemacht. Und Björn, nicht Björn, Rollo, komm du bitte einmal hier hin. So, danke. Und dann kannst du dich bitte auch einmal anziehen. Ich glaube auch einfach, dass die alle irgendwie krank werden, weil sämtliche Sims sind nämlich jetzt hier am Rumhusten. Und ich würde sagen, lieber Björn, du wirst dir jetzt hier erst einmal etwas wünschen. Happy Birthday, kleiner Björn. Und somit wird Björn einfach schon zum Kind heranaltern. Und ich würde sagen, ihr kriegt das gleiche... Merkmal wie Annelie, würde ich sagen. Nicht Annelie, doch Annelie. Obwohl, nee, ich glaube, hier im Kindesalter ist es noch... Nee, ist es nicht, egal. Wir machen hier auch Liebling... Obwohl, nee, wir machen bei ihm einfach mal Motorik. Und er ist ein zimperlicher Sim, das passt doch eigentlich auch. Und da haben wir den kleinen Björnstone. Und dann würde ich sagen, wir machen auch hier nochmal einen Cut. So wie die Familie Stone jetzt hier um den Honigkuchen steht. Wir werden schauen, was der nächste Teil so bringen mag. Wenn ihr Anregungen oder ähnliches habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich würde mich auch sehr darüber freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt und ein Abo dalasst, denn so können wir gemeinsam wachsen. Wie gesagt, wenn ihr Anregungen oder ähnliches habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich wünsche euch viel Spaß beim Spielen und bis demnächst. Tschüss.